أنا ملازم سليم عثمان لكل الجنود. أنتوا فين؟ حول. أنت فين؟ أنت على ماشي. كابتن دار، هذا تسمعني؟ عندي رسالة، حول. كابتن زفت. دار، إذا قادر تسمعني، أنا مش عارف، في كهف بحاول أخرج. حول. أخس. كمان كان عندي مشاريع النهاردة، أستحمى، أسمع موسيقى، احتفل عيد ميلاد ابني. بس لا، دقوا على باب انا. لا، لما كان جايين، لما كان جايين. بص احنا فين دلوقتي؟ والله ما انا عارف انا فين. في حد موجود هنا؟ في حد هناك؟ انت سامعني؟ يا بشتمل. Der schon auf der anderen Seite zu sein. Der ist nicht durch den Sturz gestorben. Nö. Folge der Blutigspur. Gute Idee. Heilige Scheiße. Ich will nicht. Ich bring doch gleich den nächsten um. Oh. Kann ich mich hier neben verstecken? Wahrscheinlich nicht. Hallo. Oh, ich will nicht weiter. Hört schon, als ob es fressen würde. Wie hat denn das dann so lange hier unten überlebt? Oh, ich sehe nichts. Ich bin ein Happy Shooter.
Ihn hinein. Ich glaube, das ist scheißegal. Mach das Licht aus. Oh Gott, das sieht aus wie einer von diesen Wendigos. Ich denke nicht, dass es so einfach war. Nee, ich denke nicht. Verdammt! Geht's dir gut? Bist du verletzt? Alles gut. Hast du Kay gesehen? Kolchek? Vorhin waren sie zusammen. Hab's versucht. Irgendwas stört das Signal. Hier geht's vielleicht raus. Weiß nicht. Wir haben keine Wahl. Gehen wir. Sofort. Karabinerschlingen, Seil, Licht. Scheiße. Okay. Okay? Okay. Dann los. Da geht's steil runter ins Nichts. Wir haben Seil. Hier, ein Luftzug. Ich bin für Klettern. Seit wann rauchst du eigentlich? Wie bitte? Feuerzeug. Nein. Das habe ich im Stützpunkt gefunden. Breit? Und du? Man hat in der Vorschau mit überhaupt gesehen, wie sie abgestürzt ist. Aber jetzt wahrscheinlich nicht. Für mich sieht das Ganze hier nicht nach Waffendepot aus. Endlich haben wir mal richtig Zeit für uns zwei. Wir hatten Zeit für zwei schon immer anders definiert. Erinnert dich das nicht an früher? Weil ich mich verloren fühle? Ich würde aber gerne erstmal hier lang. Ob hier irgendwas noch ist? Ja, als ob ich es gewusst hätte. Das, okay, also das nicht, aber man hat gesehen, wie sie abgestürzt ist in Little Hope. War einer von den Vorahnungen.
Und das soll hier noch sein. Ist hier gar nichts. Sieht alt aus. Ach, alt? Uralt. Das ist Keilschrift. Sumerisch vielleicht. Was ist das hier? Du bist ja eine echte Historikerin. Wusste ich gar nicht. Vielleicht du bist du mich doch nicht so gut. Okay, ich geh nicht hier ran. Kann ich nach unten gucken? Hallo? Ach, jetzt sind wir hier. Wo die anderen zwei zu Beginn waren. Boden scheint stabil. Ja, sieht gut aus. Jetzt wirklich darüber? Oh Gott. Lässt dich von Druck nicht kleinkriegen. Was denkst du, war das hier? Schwer zu sagen. Das sieht religiös aus. Vielleicht sind wir in einem Tempel. Hallo, Kamera. Boah. Was ist das? Oh, dieses Ding. Das ist Pazuzu. Pazuzu, wer? Pazuzu. Guckst du keine Horrorfilme? Die Antwort solltest du kennen. Ein sumerischer Dämon. Hab ich doch gesagt. Hat wohl was mit Plagen zu tun. Plagen und Dämonen, ja? Toll. Der Exorzist. Mhm. Hinten blinkt, will ich wirklich dahin? Das fehlt uns noch. Kriegen wir die auf? Die wird nicht nachgeben. Da kann ich nicht hin. Aber da. Da ist noch was. Was ist? Hast du nichts gehört? Nein, gar nichts. Ich dachte, da unten wäre was. Selbst in Schutt und Asche ist das hier was Besonderes. Was ist dir geschehen? Da schießt jemand. Wo kommt das her? Nichts wie weg. Nichts wie weg, ja wohin Kannst denn? Kannst du irgendwas sehen? Ist tief. Kommst du dir sicher vor? Wir haben keine Wahl. Hol das Seil. Es geht runter. Thank you.
Na? Kein Absturz? Okay. Was ist da? Unglaublich. Wir sind nicht die Ersten hier. Verdammt. Kalis hat wohl den ganzen Kram hier erfasst. Naja, hat so drauf gehofft, ne? Tut mir leid, Eric. Wirklich. Du hast alles für diese Forschung gegeben. Mehr als du vielleicht glaubst. Gib dir nicht die Schuld. Ich lerne was draus. Ich werde mich beim Neuprogrammieren noch mehr bemühen. Kalis wird stärker denn je. Du glaubst, ich schaff's nicht? Glaubst du nicht an mich? Das ganze Grübeln bringt nichts. Wir müssen uns darauf konzentrieren, hier rauszukommen. Shit, was ist das? Eine Absenkung? Von den Nachbeben? Das sieht nach Archäologie-Zeugs aus. Diese Ruine wurde untersucht. Die Lampen sind brauchbar. Das Licht kann die Marines herführen. Glaubst du, der geht noch? Weißt du, wie lange das schon hier steht? Wie lange? Bestimmt. Braucht nur Benzin. Ja, schüttel mal Benzin aus dem Ärmel. Dann suchen wir mal. Wo du auch bist, Nick. Pass auf dich auf. Wie bitte? Hast du was gesagt? Nö. Nein, nichts. Fuck, das gäbe ein schönes Feuerwerk. Sprengstoff. Okay, könnte vielleicht noch wichtig werden. An alle, hier spricht King. Kann mich jemand hören? Over. Was ist das hier? Das ist das, was ich denke? Eric, schau mal hier. Was macht ein Maschinengewehr hier? Es ist aus dem Zweiten Weltkrieg. Aus der Zeit, als die Archäologen hier waren. Uff. Was zum Teufel war hier los? Hoffentlich kriegen wir das Ding an. Bereust du es, keine Luftunterstützung gerufen zu haben? Du weißt schon wieder, was ich denke. Ein Hammer. Was ist daran ein Geheimnis? Kann ich den Hammer nicht nehmen? Okay, lassen wir das. Wir müssen die Lampen schnell in Gang bringen. Ja, ich sehe nichts. Doch Licht an, Mädel. Wo ist das Problem? Aber wer war dann ihr Gegner? Ziemlich viele Einschusslöcher. Hat dir nur nichts gebracht, schätze ich mal. Was meinst du, wie es den anderen geht? Die sind zäh. Alle ohne Ausnahme. Die schaffen das. Eine Runentafel. Dieser Katalog muss irgendwo sein. A29. Sollte man sich das merken? Vielleicht wäre es schlauer gewesen, da hinten rauszuklettern. Wenn vor uns schon jemand hier war, gibt es sicher einen anderen Weg raus. Sieh dich mal um. Das ergibt null Sinn. Statt das Benzin direkt neben den Generator zu stellen, nein. Was ist denn hier oben? Hier oben stand der Thron, oder? Oder war das der Eingang? Nee, das war der Eingang.
Ja, da war er. Guten Morgen. Hallöchen. Ach, Eric, hilf mir mal mit den Kanistern. Endlich haben wir auch mal Glück. Ha. Der Generator wird doch Krach machen wie Sau. Wie geht's deinem Bein? Bein? Oh, du meinst die Prothese. Mein Bein ging auf der Straße drauf. Nicht. Das war meine Schuld. Ich habe es dir nicht leicht gemacht. Das weiß ich. Der Unfall war nicht deine Schuld. Na komm, packen wir's an. Das war kleiner. Und das war nur optisch gerade so. Ist das eine ganze Familie oder was? Leuchte mal den Tank an. Ah, Scheiße. Was ist? Durchgerostet. Der Schlauch ist kaputt. Das verdammte Ding leckt. Kannst du was tun? Wir müssen den Schlauch abdichten, bevor wir das Ding starten. Hier liegt sicher was Geeignetes rum. Zelt. Hier spricht King. An alle. Hört ihr mich? Over. Oh, die Geräusche macht mich kirre. Was ist das? Das Tagebuch von Randolph Hodgson. Hodgson? 24. September 1945. Wenn man eine Einladung von Lady Bradshaw erhält, nimmt man an. Mary und ich wollten eigentlich in die Flitterwochen, aber die Chance, mit einer der besten Altertumsforscherinnen Großbritanniens zu dinieren, mussten wir nutzen. Bradshaw trug eine Brosche, die Mary sofort ins Auge fiel. Ein sumerisches Relikt aus einer Ausgrabungsstätte im haschemitischen Königreich im Irak. Nach dem Essen zeigte sie uns einen anderen Fund aus derselben Grabung, eine goldene Keilschrifttafel. Sie meinte, die Tafel sei das letzte Puzzleteil ihres Lebenswerks, eine Karte, die zum Grab von Alexander dem Großen führen soll. Wenn sie recht hat, befindet sich das Grab irgendwo an der Grenze zwischen Syrien und dem Irak. Lady Bradshaw will, dass wir die Expedition für sie leiten. Es scheint, dass wir unsere Flitterwochen in einer staubigen Ausgrabungsstätte im Zagros-Gebirge verbringen werden. Ja, schön. Wer wünscht sich nichts zu Flitterwochen, hm? Huh? 24. September 1945. Achso, das, was da gerade sowieso erzählt wurde. Ja. Langsam wird mir hier echt mulmig zumute. Was ist denen zugestoßen? Hm. Ich hab da so eine Vermutung. Gab's den eigentlich wirklich? Langsam glaube ich, dass selbst die Iraker nichts von allem wissen. Noch mehr Geschripsel. Der Fluch von Akkad von Aline Chauveau. Wie auch immer, ich kann kein Französisch. Gelehrte betrachteten den Fluch von Akkad als Fiktion, eine Lehrgeschichte, die die Sumerer dazu brachte, Hungersnot, Schicksal und die Launen der Götter zu ertragen. Die Entdeckung dieses großen Tempels deutet jedoch auf eine neue Wahrheit dahinter hin.
In der ursprünglichen Geschichte wendet sich der König Enlil gegen König Naram-Sin von Akkad. Ich schätze mal, das ist das, was wir gesehen haben. Zuerst ist der König fromm und reumütig und bittet um Antworten, aber nach 7 Jahren der Stille seitens der Götter beschließt Naram-Sin, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Er stellt eine Armee auf und marschiert in die Stadt Nippur ein, um Enlils Tempel zu plündern. Diese Gotteslästerung ist so ungeheuerlich, dass Enlil, der tosende Sturm, die Götter gegen Naram-Sin wendet und die Gotea entsendet, um Akkad dem Erdboden gleichzumachen, Bauernhöfe zu zerstören und die Menschen mit Hungersnot zu peinigen. Der Tempel. Er sollte die Götter beschwichtigen. Es gibt keine historischen Aufzeichnungen darüber, dass Naram-Sin Enlils Tempel zerstörte. Unsere Funde hier legen jedoch nahe, dass der Fluch auf tatsächlichen Ereignissen beruhte. König Naram-Sin baute diesen Tempel, um die Götter zu ehren. Viele unserer Funde zeigen den König, der den Himmel anfleht, die Götter wieder in die spirituelle Welt seines Volkes zu bringen. Der Untergang dieses Tempels deutet darauf hin, dass der Fluch nicht gebrochen werden konnte. Ja. Hat man ja gesehen, wie es geendet hat. Oder ist. Passiert. Klebeband. Hier ist Klebeband. Sehen wir, ob der Generator noch läuft. Ich will jetzt aber erstmal gucken, ob hier hinten noch irgendwo was ist. Sie wollten wirklich ihre Flanke schützen. Wo glaubst du, führt der Durchgang hin? Weiß ich nicht. Kaelis-Daten helfen vielleicht. Den machen wir gleich. Jetzt soll ich erstmal da oben gucken. Dass das sowas Großes so lange unentdeckt bleibt. Oh, wie zum Hehlen. Ich werde so bereuen. Aha. Flügel? Die Viecher können fliegen? Da geht es um Echoortung. Haben die Fledermäuse erforscht? Was ist das? Symptome? Besonderheiten vielleicht? Ich weiß es nicht genau. Autopsie-Erkenntnisse. What? Jagd mit Echoortung. Oh, also kein Krach machen. Alles klar. Überempfindlichkeit, Haut äußerst widerstandsfähig gegen Fremdeinwirkungen. Ungeschickter Flieger. Evolution. Unleserlich, Speichel, schlafend. Echoortung. Vielleicht schlafend stellen. Okay.
bezweifle, dass er sein UV-Licht noch hat. Hier hat auch noch gerade was geblinkt, oder bin ich blöd? Hier geht's auch abwärts. Natürlich kann ich nicht da rumgehen. Hm? Ich hätte schwören können, dass auch noch was geblinkt hat. Naja. Leider nicht weiter. Na komm, schmeiß mal den Generator an. Ich hab's. Was du am Stützpunkt meintest, du irrst dich. Ich irre mich selten. Du meintest, nichts hätte sich geändert. Ich habe mich geändert. Wir waren getrennt, aber ich musste trotzdem ständig an dich denken. Geht es dir nicht auch so? Ein bisschen? Na komm, kein Stress am Anfang hier unten. Du hast mir auch gefehlt. Warum auch nicht? Wir haben so viel erlebt. Halt den Schlauch. Geschafft. Hilf mir mal mit der Platte. Die sehen echt schlimm aus. Oh, kaputt. Hättet ihr nicht vorher mal gucken können? Wir haben schon ewig nicht mehr gemeinsam gearbeitet. Und doch kommt es mir so vor wie gestern. Warum haben wir nicht gekämpft? Hab ich. Aber du hast es mir echt schwer gemacht. Wir hätten kämpfen sollen. Ich glaube, keiner von uns hat damit gerechnet, so lange allein zu sein. Das letzte Jahr habe ich mich echt nur mit Kalos beschäftigt. Was anderes gab's nicht. Rach. Na komm, spuck's aus. Du fühlst mir, Rach. Ob du's glaubst oder nicht. Früher kam mir alles irgendwie komplizierter vor. Jetzt überhaupt nicht mehr. Komm. Das war mal, Eric. Wir müssen das hinter uns lassen und nach vorn blicken. Andernfalls drehen wir uns nur im Kreis, Eric. Ich freue mich auf die Zukunft. Das sollte klappen. Werfen wir ihn an. War die Sicherung eben nicht kaputt? Wenn die da irgendwie reinkamen, kommen wir irgendwie raus. Sehen wir uns mal um.
für das wir diese Statue versuchen oder wie auch immer der hier ist, nur im Real. Wir müssen da durch. Den anderen Weg. Durch. Vorwärts. Der Sturz ist ja dann ein, so wie bei dem anderen versperrten Weg und so Sachen. Creepers?